Das Spiel, was wir jetzt testen werden, heißt Honeyland. Oh, weil Toffee so süß wie Honig ist. Die Entwickler haben mir dieses Spiel geschickt und gesagt, Toffee, wir haben einen Stream von dir gesehen und mussten einfach dir dieses Spiel schicken, weil du bist so süß. Du bist so süß wie Honig. Das passt wie die Faust aufs Auge. Dann habe ich ein bisschen weiter geforscht und ein bisschen nachgehakt und tatsächlich war es einfach so, dass sie mich einfach absolut klebrig gefunden haben. Sie fanden mich so richtig schleimig, klebrig und manchmal auch ein Ticken zu gelb und deswegen haben sie mir das Spiel geschickt. Deswegen mussten sie an mich denken. Die wollten mir ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Hast du verstanden, den Wink mit dem Zaunpfahl? Ne? Kommen die Liegestütze zurück. Psst. Wenn wir zu viel Honig fressen, müssen wir Liegestütze machen, okay? Also, wir testen jetzt Honeyland. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Hier kann man schon ja, guck mal, wir haben das Spiel schon durchgespielt. Da ist... Ne? Lyrics, sag ich schon. Credits. Und dann gucken wir uns mal an, ob es noch... Man kann die Musik laut und leiser machen, aber ganz ehrlich, passt ja gerade. Ist ja, wenn was zu laut, zu leise sein sollte, bitte einfach Bescheid geben, ne? Okay, ja. In diesem Falle achten wir jetzt mal nicht auf die Stinkepilze, sondern auf den Honig, der da schön ist. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Wir lassen uns einfach berauschen. Also ist es mit Karten oder so? Ich gehe jetzt mal drei Schritte. Komm. Oh, das ist so süß, der Bär. Oh, und der freut sich richtig auf den Honig. Ich finde Honig ja widerlich, ne? Ist wirklich so. Ich mag keinen Honig. Höchstens im Salatdressing oder so. Aber... Alter, geh halt ab. Vor allem das Geile ist, das Honigglas ist fast so groß wie er. Also es wird beworben mit als Rätselspiel, ne? Das ist natürlich möglich, dass man hier Schwierigkeiten hat, wenn man zu doof ist zu rechnen. Ich würde gerne mal rausfinden, was passiert, wenn ich wirklich zu doof bin. Was passiert, wenn ich so mache? Oh, ich habe keine Karten mehr. Okay, ich habe es verkackt. Ich hätte jetzt gedacht, der stirbt elendig oder sowas. Irgendwas total Special-mäßiges. Honig bei uns auch nur maximal als Süßungsmittel für Gerichte statt Zucker. Genau, Snusbutton. Genau bei mir das Ähnliche. Mein Sohn mag es aber gerne auf Brot tatsächlich. Also mein Sohn liebt Honig. Aber ich halt leider gar nicht. Es wird halt auch angezeigt. Muss ja noch nicht mal wirklich denken, weißt du? Es wird bestimmt noch schwieriger, oder? Ich kann es mir nur vorstellen, dass es noch schwieriger wird. Begatte den Honig. Ja, viel Spaß damit. Sugar, oh, honey, honey, you are my candy bear. And you got me wanting you. Gibt es noch andere Honiglieder? Vor allem, wenn der so viel Honig frisst nach jedem Level, kriegt er nicht Dünnschiss oder sowas? Was kriegt man von viel zu viel Honig? Ich kenne das bei Vitamin C, dass man zu viel... Oh, jetzt wird's schwierig, Leute. Hä? Oh Gott. Alter, das ist... Oh Gott, Hilfe. Okay, ist nur der oder der möglich? Ich mach mal den und gehe mal eine extra Runde. Okay. Ach, guck mal, jetzt hatte man schon mehr Möglichkeiten tatsächlich. Aber kann es jetzt auch, geht es auch, wenn ich einfach nur dran vorbeilaufe? Tatsächlich nicht! Ach so, aber ich kann jetzt zurück. Aber man muss, Alter, okay, man muss punktgenau landen. Okay, jetzt wird's schwieriger. Jetzt wird's schwieriger, glaube ich. Also ihr könnt ja mal Wetten abschließen, bei welchem Level Toffee irgendwann am Abkacken ist. Wir sind jetzt gerade bei Level 5 und ich merke schon jetzt die schwierigen Stellen hier. Okay, ich muss eins nach hinten. Oder zwei nach hinten. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann nochmal eins zurück. Ich mach mal das da. Und dann eins zurück, ne? Ey, da muss man wirklich den Kopf anstrengen. Aber bei der Hitze, das ist eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Aber guck mal, ich hab's geschafft. Oh.
Ich frage mich ja die ganze Zeit, worauf ich so geil wäre da, wenn da was da drinne wäre, was mich so richtig scharf machen würde, dass ich da selbst der Hitze trotzen würde und so, ne? Ich glaube Marzipan oder Eis. Jetzt gerade bei dem Wetter. Aber Marzipan wäre natürlich auch eine geile Geschichte. So, wir können bis nach ganz hinten laufen. Mache ich jetzt, glaube ich, auch. Pommes, jetzt aber. Hier, und jetzt 1-1-1, oder? Ah, nein, Quatsch! Geht ja gar nicht. 1. 1. Nein, ich hab's verkackt. Oh, Leute, ich hab's verkackt. Ich schaff's nicht. Wie geht das? Ach so, und dann wieder zurücklaufen. Wahrscheinlich. Süßigkeiten nicht, aber sowas wie Teriyaki-Huhn. Teriyaki-Huhn? Das muss ich gerade überlegen. Da muss ich aber schon Bock drauf haben. Ich glaube, das kann ich auch nicht immer essen. Okay, ich verkacke gerade. Ich weiß nicht, wie das Level geht. Das ist ja... Das ist ja echt scheiße. Heute gab es im Betrieb zu Mittag Pommes. Meine Freundin und ich haben das vorher noch manifestiert. Ist wirklich so, dass wahrscheinlich... Du hast es in so einen Beschwerdebriefkasten reingeschmissen oder sowas, ne? Mehr Pommes fürs Volk. Zweite Brücke rüber. Ja, eben. Ich habe... Aber die, da war ich das erste Mal schon drauf. Und das hat ja irgendwie nicht geklappt. Ich probiere mal so. Und dann noch einmal nach vorne. Dann die vier zurück. Und ja, so müsste es klappen, ne? Die Pfeile irritieren mich tatsächlich. Weil die Pfeile... Guck mal. Der zeigt nach da, der Pfeil. Nach rechts. Und ich muss aber nach links laufen. Das irritiert mich voll. Weißt du, ich muss jetzt nur eine Rechtfertigung finden, warum ich zu doof dafür bin. Gerade eben noch die große Fresse aufgerissen, von wegen, ja, wie lange hält der Toffee durch? Vom Bären vermutlich ausgesehen. Aber ich spiele doch und nicht der Bär. Ich muss den Bären ja steuern. So, das Einzige, was hier Sinn macht, ist nach vorne gehen. Aber es kann auch eine Finte sein. Vielleicht muss man auch um eins nach hinten gehen. Ich gehe mal eins nach hinten. Ich glaube, ich habe den Sinn rausgefunden. Aber was für ein doofer Bär ist das bitte schön, dass er nicht versteht, wann man geradeaus muss und... Ich spare mir mal die 4 auf. Und noch die 2. Genau. Und dann die 4 zum Schluss. Genau. Ah, nee, ich muss ja 3 zum Schluss. Nein! Wobei ich... Hä? Bin ich... Ich bin zu doof. Ich bin auch erst irritiert. Ja, ist halt irgendwie... Ich gehe nochmal 1 nach hinten. So. Dann gehen wir... Aber guck mal, jetzt wird angezeigt nach vorne. Ach, nach vorne. Okay, vom Bären aus gesehen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, genau. Dann gehen wir jetzt 4. Dann gehen wir jetzt... Ja, die 1 bringt ja nichts. Sei denn... Ja, ich gebe nochmal die 1. So, dann gehen wir wieder 2 in die Richtung. 1 in die. Genau. Und jetzt 2. Genau. Oh, ich habe es rausgefunden. Wie war dein Tag bis jetzt? Heiß. Also im Sinne zu heiß. Und ich habe heute so ein komisches Gefühl in der Brust gehabt tatsächlich. Ich habe heute also so ein Drücken in der Brust gehabt. Ich habe fast damit gerechnet, dass ich einen Herzinfarkt. Wirklich, ohne Witz jetzt. Ich bin da so ein Hypochonder manchmal. Wenn dann so gewisse Sachen kommen, wo ich dann, wo die ungewohnt sind oder sowas. Und gleich, oh mein Gott, ich werde sterben oder sowas. Aber nur ganz kurz. Dann kommt bei mir irgendwann mal wieder, schwappt kurz das Gehirn über in Panik. Und dann kommt wieder die Logik und das normale Verständnis. Und denkt man so, ach, das wird schon alles gut sein. Und es war auch, es hat sich jetzt wieder gelegt. Aber zwischenzeitlich habe ich echt Atemnot gehabt. Und ich hatte ein Drücken auf der Brust. Und habe gedacht, okay, das wird wahrscheinlich einfach nur, Kreislauf sein. Zu heiß heute, ne? Ich glaube, das ist es so. Ich habe auch gestern Alkohol getrunken. Vielleicht liegt es einfach daran. So, wir gehen mal 1 rüber. Dann wieder 1 rüber. Jetzt können wir 2 gehen, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich rätsel gerade einfach nur Trial and Error. Ich bin einfach viel zu faul, um das jetzt wirklich groß nachzudenken.
Und ich habe schon verkackt. Ich sollte vielleicht einfach mal anfangen zu denken. Oh, Adapi, du kannst morgen wieder mit 50% arbeiten. Ist schön, wenn man wieder den Alltag wieder zurückbekommt nach sowas, ne? Das verstehe ich auch. Irgendwann fällt einem auch die Decke auf den Kopf. Dann gehen wir jetzt halt einfach mal nach vorne. Ja, ich geh mal außen rum, mal gucken. Aber ne, na, das kann ja nicht reichen. Das sind ja viel zu wenig. Nee, das kann nicht stimmen. Es muss schon. Wir müssen schon vorne ran, lang gehen, quasi. Eins dahin, genau. Zwei dahin. Eins rüber. Ah, nee, Quatsch. Ah, nein, das klappt so nicht. Ach, leck mich. Ich kann das nicht. Ich gehe jetzt drei. Oh. Aber wir dürfen nicht außenrum. Das sind, wir haben zu wenig Schritte für außenrum. Eins nach vorne. So. Zwei. Die nach vorne brauchen wir noch. Wir brauchen bis zum Ende, brauchen wir auf jeden Fall mindestens eins nach vorne. Das heißt, wenn ich jetzt alle vorderen rausgeschmissen habe, dann geht das schon nicht mehr. War heute Comics shoppen. Oh, was hast du Schönes geholt? Ich muss auch mal wieder Comics lesen. Die Deadpool-Comics, die finde ich am besten tatsächlich. Die lese ich. Und Spider-Man. Deadpool und Spider-Man sind so die Comics, die ich am meisten lese. Dann sonst halt eher Manga, ne, bei mir. So, die vorderen müssen behalten werden. Die Dreier vor, eins vor. Ich behalte jetzt mal alles, was nach vorne geht, okay? So. So. So geht es. Dann gehen wir jetzt mal zwei nach vorne, so. Das geht auch nicht. Das kann doch gar nicht klappen. Alles geht nicht. Das Level ist kaputt. Es funktioniert nicht. Also das fand ich schon ganz gut, die Idee hier. Eins nach vorne geht, das bringt mir rein gar nichts. Deswegen gehen wir jetzt hier zwei nach vorne. Jetzt, oder? Zwei hier rüber, dann wieder eins rüber. Nein, ach, nein, ich hab zwei. Oh Gott. Spider-Man, Batman und Moon Knight. Oh, Moon Knight würde ich, glaube ich, auch abfeiern. Bei Batman bin ich mir immer so unsicher. Ich finde den Joker halt so geil, beziehungsweise die ganzen Bösen. Aber, ich weiß nicht, ich fand Batman irgendwie immer so blöd. Ich fand ihn so arrogant und bad. Ja, für mich war er nicht Batman, sondern Batman, weißt du? Verstehst du den Wink? So, wir müssen nochmal anders denken, Leute. Das geht so nicht. Ich nehme jetzt nochmal die Dings hier weg. So, alles klar. So, dann gehen wir hier rüber mit zwei. Dann gehen wir hier wieder rüber. Nein, Quatsch. Das hat doch keinen Sinn. Doch! Doch, so klappt's. Oh mein Gott, ich hab's rausgefunden. Ah, oh mein Gott. Puh. Oh, Batman hat mich wieder ins Spiel zurückgebracht. Okay, vielleicht ist er doch nicht Batman. Vielleicht ist er doch... Batman. Vielleicht Batman. Im Sinne von, den hätte man gerne im Bett. Weißt du, Bad. B-E-D. Es sind schon ganz viele Möglichkeiten, den auszusprechen, ne? Dankeschön, kleiner Panda. Okay, jetzt wird's kompliziert. Okay, ich glaube, wir müssen nach hinten zuerst. Und dann müssen wir, genau, da müssen wir ganz, ganz viele Wege finden, drumherum zu laufen. Glaube ich. So. Ey, das war ja easy. Take that, biatch! Wir haben das schlimmste Level, haben wir schon hinter uns. Moon Knight gibt es auch sehr, sehr auf Disney Plus, leider nur 6 Folgen, aber richtig. Die habe ich schon gesehen, die fand ich auch gut. Also die Moon Knight-Serie fand ich auch ziemlich geil. Ich finde es nur schade, dass es tatsächlich abgesetzt wurde. Also dass es keine weitere Staffel geben wird. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht, ne? So, ich glaube, wir machen hier die gleiche Chose. Wir können sowieso nichts anderes machen, als nach vorne gehen erstmal. Deswegen gehen wir eins nach vorne, das, ne? Und wieder auch nur eins rüber. Ja.
Und dann können wir jetzt noch zwei rübergehen. Gott, war das jetzt wirklich so intelligent? Nee, da habe ich mir ein Eigentor gesetzt. Vielleicht, aber man kann ja hier gar nicht anders... Also, ich muss ja quasi einen von den beiden nehmen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Oder ich verballer die zwei, aber die zwei zu verballern wäre ja ziemlich dämlich. Deswegen, und hier kann ich jetzt die 1 verwenden oder die 2. Aber die 2 bringt mir nichts, weil die Blume ist halt im Weg. Deswegen kann ich nur die 1 verwenden. Hier kann ich aber nur die 2 verwenden. Ich habe schon alle verbraten in die eine Richtung. Das geht so nicht. Ich muss mich drehen, glaube ich. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck hier. Aber warte mal. Nee, ich muss mal von vorne. Also, wir müssen auf jeden Fall diese nach links, die müssen wir auf jeden Fall deutlich mehr, also deutlich weniger kriegen, glaube ich. So, oder? Ich muss leider auch schon wieder los. Muss heute noch 1 bis 2 X-Men-Filme schauen. 1 bis 2? Warum ist es so wichtig? Wir haben es jetzt heute wieder von Superhelden, wa? Wünsche euch noch viel Spaß und schönen Abend. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch viel, viel Spaß und hoffe, du kannst den Song dann irgendwann auch mal nachhören. Also den Stream kannst du ja im Nachhinein dann noch anhören, da wo du dann auch vertreten bist mit, Achtung, ich muss auch mal nachgucken, mit Ukulele, ne? So, warte, jetzt hier 1 rüber. Genau, hier 2 rüber. Oh je. Was ist jetzt für... Ach, hier. Man muss ja nicht alle verwenden, ne? Oh, gut. Phew. Das ist wirklich schade, besonders weil sie mit einem Cliffhanger geendet und ist mit seiner 3 Persönlichkeiten, von denen die deinen Hauptpersönlichkeiten nichts wissen. Eben, ich fand es auch leider ein bisschen Spoiler, also für alle, die... Ich habe jetzt nur ganz... Ja, ein bisschen Spoiler in dem, aber ich fand es auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend und hätte es sehr, sehr toll gefunden, wenn es irgendwann mal... Was ist das denn? Jetzt schlängeln dadurch oder was? Wenn es weitergegangen wäre. Boah! Voll der tollkühne Bär. Boah, was der alles für Honig macht. Das ist ja krank. Boah. Respekt. Ich habe vor Tagen Spider-Man mit Andrew Garfield geschaut. Ist es eine gute Alternative zu Tom Holland, Lenya? Du fandst ja Tom Holland immer so süß, ne? Ich weiß noch, ich kann mich noch dran erinnern, wie Lenya immer gesagt hat, oh, Tom Holland, oh mein Gott, das ist cute, oh mein Gott, it's so cute. Ne? Kann ich mich noch dran erinnern. So, wir können die 2 hier nehmen. Ja, wir haben 2 Zweier. Aber wir haben keine 1 mehr. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Ne, wir machen das jetzt trotzdem. Wir gehen die 2 hier vor. So. Dann. Ja, aber dann müsste ich mich ja drehen. Wobei ist ja eigentlich okay, ne? Wir können ja uns auch drehen. Weil dann können wir wieder hier hin. Genau. Dann gehen wir mich einen Schritt vor. Dann können wir wieder 1 rüber. Genau, und dann können wir hier rüber wechseln. So. So. Ah nein, wir müssen ja 2... Ach, Mist, shitty. Nein. Oh. Aber die Idee war gar nicht schlecht von mir, glaube ich. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen so eigensinnig sein darf. Ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht. Ich muss so ein bisschen anders denken. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn du Moon Knight lesen möchtest, dann kann ich dir ein paar Moon Knight die Stadtviertel-Toten empfehlen. Das Problem ist, ich habe mit Deadpool voll viel zu tun. Da gibt es so viele fucking Comics. Es ist krass, wie viele es da mittlerweile gibt. Und ich habe jetzt schon irgendwie 8 oder sowas. Und davon habe ich jetzt irgendwie 6 schon gelesen. Also ich muss da erstmal hinterherkommen. Es gibt ja auch Deadpool mit Spider-Man zusammen, was ich extrem cool finde irgendwie. Ich kann da auch hoch. Ach so, aber nur... Ich kann da so hoch. Ach, der kann hochspringen? Was ist das für ein Bär? Seit wann können Bären so hochspringen? Das ist aber auch falsch. Ich brauche die 2. Ach. Verdammt.
Leute, ich kann das nicht. Bringt mich ja auch nicht wirklich weiter, wenn ich... Ist das eigentlich Maulwürfe da? Oder warum ist da überall... Da geht die Erde die ganze Zeit... Wurschtelt da irgendwas rum, so ein Würmchen. Ich weiß mir nicht, was es ist. Stadt der Toten. Okay, versuche ich mir zu merken, Black Queen. Sonst müsstest du mir es nochmal sagen, wenn ich soweit bin. Wie gesagt, ich brauche immer noch ein bisschen mit den anderen Sachen. Ich habe sowieso auch wieder einen Stopp eingelegt, was die Manga so angeht, weil ich halt einfach so viele lese. So, Moment, ich muss mal kurz überlegen. Also, da könnte ich hoch, das hat mir aber nichts gebracht. Deswegen mache ich jetzt nochmal die Taktik hier. Vielleicht habe ich da einfach nur ein bisschen was ver... Ich probiere mal was, Leute. Nee, das war doof. Nee, das war auch falsch. Verdammt, ich kann das nicht. Boah, das ist das schwierige Spiel. Lieber Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist doch nichts für mich. Da muss ich viel zu viel denken. Das ist nicht mein Ding. Nur noch bei der Hitze. Warum suche ich mir solche Spiele aus, wenn es warm ist? Versuch mal eine andere Taktik. So. Die hatte ich vorhin schon, die Taktik, ne? Die hat mich vorhin schon nicht weitergebracht. Ach so, warte mal. Nee. Ja, da habe ich einen Denkfehler. Mann, ey, das gibt's nicht. Die 12. Die 12 hat's mir versaut. Ich hätte mindestens bis zur 13 gedacht, weißt du? Die 13 ist für mich so eine magische Zahl. Die 7 und die 13. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich am 13. Geburtstag habe. Aber. Komm, ich verbrate schon mal die 2. Versuchen wir es mal so. Wir verbraten einmal die 2. So. Kann ich so hin? Genau. Gehen wir noch eins. Noch da. Eins nach da. Eins nach da. Eins nach da. Oh mein Gott, Toffee hat es. Hallo Jens! Und hallo Jana, will Lenja, wollte ich schon sagen. Ich schicke euch einmal liebe Grüße, höre ab euch aber nicht. Bin auf dem Geburtstag meiner Mama. Viel Spaß euch. Hallo Jana! Alles gut! Ist okay! Gruß an deine Mama! Voll in Ordnung! Viel Spaß! Aber wenigstens habe ich es geschafft. Das war eure Jens und Janas Ankunft. Hat mich wieder beflügelt. Da hätte ich gerade voll beleidigt. Von wegen, das stimmt überhaupt nicht. Lenja, du Schattmaul, das stimmt überhaupt nicht. Hör auf zu lügen. So, jetzt muss ich nur den Bären wieder. Ich will euch ja nicht einen Bären aufbinden. Oh Gott, jetzt wird's aber... Ich glaube, die Hitze tut mir echt nicht gut. So, wir können da nur da hinten rüber. Wobei, nee, da kann ich 2 rüber. Warte mal, versuchen wir es mal so. Ich gehe mal so hin. Dann wutsche ich mal rüber. So. Wutsche hier. Wutsche da. Spring. Ach so, ich muss zur Seite. Ich trottel. Na, jetzt habe ich es verkackt. Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich trottel. Ich lüge doch nicht. Nee, Lenja, schon wieder gelogen. Die beste Ankunft, die ich je hatte. So auch im Leben so, ne? Nicht nur im Stream, sondern generell im Leben. Ja, hier hast du wirklich, also hier lernt man wirklich viel. Vor allem, wie man einen Bären dazu bringt, fett zu werden, durch Honig. So. Genau, jetzt kann ich hier rüberspringen. Wieso macht das nicht? Hä? Oder bezog sich das auf... Ach, das bezieht sich auf da hinten. Ich dachte, das bezog sich auf 2 Felder. Aber nee, da muss ein Feld dazwischen. Okay, dann habe ich einen Denkfehler drin gehabt. Entschuldigung, Leute. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Einfach in eine andere Richtung. So.
Jetzt hier eins rüber. Hui! So, hier könnte ich... Na, aber vier... Wobei, die vier brauchen wir nicht mehr, ne? Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die vier. Die sollen uns nur irritieren, glaube ich. Ja, jetzt kann ich nämlich hier so... Wusch! Und wusch! So. Ah, guck mal! Die 4 hat mich nicht reingeritten. Ich hab's rausgelesen. Ich hab die 13 geschafft. Das ist alles, was ich wollte. Ich hab gerade eine Werbung mit einem Honigspot. Ja, jetzt kriegt ihr alle Bock auf Honig. Ich sag's euch, Leute. Das wird was mit dem Honig. Oh. Entschuldigung, ich musste ausprobieren. Aber da hat jetzt wirklich nicht viel gebracht, ne? Aber, hä, was? Wenn ich jetzt so mache? Ich kann wieder zurücksch... Das wird's doch gewesen sein, oder? Ich glaube, der Sinn und Zweck hierbei ist tatsächlich einfach... Nee, es ist nicht. Ich hab einen Denkfehler drin gehabt, der nur noch gerade ausgeht. Ich hätte jetzt gedacht, einfach so zurück wieder gehen, aber... Ja, vielleicht in die andere Richtung? Also das Gleiche, was ich gerade gemacht habe, nur in die andere Schose? Nee, das hat auch keinen Sinn. Hä? Nee. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nach vorne. Alles andere macht keinen Sinn. Dann gehen wir jetzt mal die 2 nach vorne. Einen nach drüben. Nee. Ja gut, vielleicht bringt es ja was. Nee, das bringt nichts. Ach Gott. Ich mochte Honig irgendwie noch nie. Ich eben auch nicht. Wie gesagt, höchstens so als oh, was? Wisst ihr was? Voll eklig ist Honigkuchen. Habt ihr schon mal Honigkuchen gegessen? Die Musik ist voll der Banger, ja? Besser als Toffis eigene kreierte Musik. Leute, ich schaff's nicht. Ich bin zu doof dafür. Mir ist aber zu warm. Wir machen gleich Spielwechsel. Ich hab Schnauze voll von dem Spiel. Das überfordert mich! Ich habe die 13 eh geschafft. Wenn ich die 14 nicht schaffe, ist egal. Weißt du, wenn ich da hinten bin, das bringt mir überhaupt nichts, da hinten zu sein. Kann ich wieder zurück? Das habe ich ja vorhin gemacht. Was bringt es mir? Das ist so doof, was ich hier gerade mache. Nee, das bringt überhaupt nichts. Voll das nervige Vieh. Ach so. In Emily Erdbeer gibt es so ein Pferd, das heißt Honigkuchen. Voll das nervige Vieh. Ja, aber wie gesagt, Honigkuchen mal gegessen. Ich finde das voll eklig. Engelchen, hallo. Ich finde Honigkuchen voll widerlich. Viele Leute mögen den, also meine Mutter hat den früher mit Butter gegessen. Weißt du, so ein Stück Honigkuchen und noch Butter drauf geschmiert und sowas. Und hat den öfters mal gegessen. Nee, da bin ich raus. Also ich will dieses Level jetzt noch einmal, noch dieses Level schaffen und dann machen wir aber Spielwechsel. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Das ist mir zu anstrengend. Aber ich will es geschafft haben irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Das war total unnötig hier, was ich gemacht habe. Ich mache mal so. Mal gucken, was dabei rauskommt. 2 rüber bringt nichts. So? Vielleicht? Und dann so rüber? Ja, das bringt alles nichts. Das ist so scheiße. Honig als Kuchen, hä? Nicht wirklich. Also es ist Kuchen mit sehr viel Honig enthalten.
Und ich finde halt, der schmeckt nicht. Der schmeckt scheiße. Meine Eltern essen den genauso wie deine Mom. Ich mag den auch nicht, zu streng. Ja, also er ist halt auch mit Gewürzen und sowas. Und das ist ähnlich wie Lebkuchen, sage ich jetzt mal. Also schmeckt wirklich ähnlich wie Lebkuchen. Und Lebkuchen ist auch nicht so meins. Also das hier hat keinen Sinn gemacht. Das macht alles keinen Sinn. Ich will mal was ausprobieren. Ich hüpfe da jetzt mal so rüber. Mal gucken. Das müssen wir jetzt ausprobieren, Leute. Das müssen wir rausfinden. War's das jetzt? Das war's jetzt, ne? Nein, war's nicht. Was? Ah. Lily Pacific, habe ich dich schon gegrüßt? Hallo. In Milchbrötchen reingestrichen. Ich bin ja so einer, ich mag keine süßen Sachen auf Brot. Da war ich ja noch nie Fan von. Das habe ich euch schon öfters mal erzählt, ne? Ich mag keine Marmelade, ich mag keine Nutella und kein Honig. Aber auf einem schönen Sesambrötchen mit Butter, Himbeermarmelade. Da bin ich dabei. Aber das ist auch das Einzige. Andere Marmelade esse ich nicht. Nur Himbeermarmelade und dann auch nur auf einem Sesambrötchen, auch nur mit Butter drunter. Da bin ich ein bisschen speziell, was also. Ich weiß nicht wieso. Es kam irgendwie so. Es hat sich irgendwie so ergeben. Ich kann dieses Level nicht, ne? Weil wenn ich jetzt so mache, bringt mir das ja wieder nichts. Komme ich ja wieder nicht in eine Pötte. Nee, es bringt ja nichts. Scheiße! Es muss so gehen irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Weil da gibt es ja auch genügend Felder, wo man lang gehen kann. Vielleicht sollte ich wirklich mal da ganz hinten hingehen. Aber was bringt es denn? Du bist halt eben speziell. Ja, ich bin ein bisschen arg speziell. Das ist das Problem. Ich bin leider sehr, sehr speziell. So, was habe ich jetzt davon? Kann ich da... Ach so, ich trottel... Ja, wobei, nee, das, jetzt geht das nicht mehr. Aber ich hätte da hinten rüberspringen können. Okay, jetzt nochmal eine ganz andere Chose hier. Warte mal. Ich probiere mal was. Ich persönlich mag nur morgens süß auf Brot. Wenn ich abends Brot esse, brauche ich aber was anderes drauf, wie Käse oder Wurst. Ja, ich bin halt auch nicht so der Käse-Fan. Ich bin halt eher so der... Wurst-Fan. Wenn überhaupt. So, warte mal. So, jetzt zwei nach vorne. Nochmal einen nach vorne. Einen zur Seite. Ich glaube, jetzt habe ich es. Oh mein Gott, ich habe es. Da fehlt mir die Geduld für. Ja, mir fiel auch fast gerade eben der Geduldsfaden. Oder riss mir. Siehst du, ich krieg noch nicht mal mehr die Sprüche hin. Aber ich hab's geschafft, oh mein Gott, Honig! Ich kann danach nie wieder Honig sehen oder Beeren. Ich hätte das Spiel schon lange ausgemacht. So, aber komm, wir machen Spielwechsel. Das reicht für for the moment. Also mir, also, was sage ich zu dem Spiel? Ist nett, wenn man wirklich Kopf, Hirnschmalz verwenden möchte. Wenn man den Kopf irgendwie verwenden möchte, ist es eigentlich ein ganz nettes Spiel. Ich weiß nicht, was es kostet. Ihr könnt ja mal eingeben, Honeyland. Ich glaube, wirklich sonderlich viel kosten wird es nicht. Ist bestimmt so ein typisches Indie-Spiel, was für ein paar Euro hinterhergeschmissen wird. Wenn es nicht mal im Angebot ist, sogar noch günstiger. Kann man sich mal geben, wenn man möchte. Muss man aber auch, glaube ich, nicht. Also wir sind ja alle jetzt nicht so diejenigen, die halt sagen, solche Spiele sind das absolute Must-Have. Gerade so Indie-Spiele, die holt man sich gerne mal in so einem Impulskauf. Ist vielleicht für einen Urlaub vielleicht gar nicht so schlecht. Ohne Witz jetzt. Du bist jetzt irgendwie so, willst du halt einfach mal ein paar... Im Urlaub willst du sowieso abschalten. Dann kannst du solche Spiele einfach so ein paar Rätselspiele spielen. Ich meine, nicht umsonst hat man früher auch Sudoku oder Kreuzworträtsel im Urlaub auch gelöst, weil das oftmals einfach so ein bisschen entspannt und erholend ist. Da musst du ja nicht langfristig machen. Du kannst es dann immer wieder weglegen, kannst später weitermachen. Und das ist bei diesem Spiel halt einfach genau der Fall, ne? Du kannst keine Bären mehr sehen, aber ich bin ein Panda. Muss ich jetzt den Stream verlassen? Pandas sind ja was ganz anderes als Bären.
Das ist ja Weltenunterschied. Also bitte bleib hier.